nachher. Das ist nicht gut. Das ist das ganze Ding, darum ist das ganze Thema. Du bist erschaffen, um Allah zu erkennen. Siehst du, Allah gibt dir, erschafft dich und gibt dir den Auftrag sozusagen, ja, automatisch durch seine Erschaffung gibt er den Auftrag, dass du ihn erkennst. Das heißt, du erkennst ihn durch dich selbst. Man arafa nafsahu, qad arafa rabbahu. Ja. Ja, wer sich selbst kennt, kennt seine. Also durch dich selbst, wie sollst du denn Allah kennenlernen? Mhm. Außer als durch dich selbst. Oder? Stimmt. Stimmt, ne? Oder durch andere vielleicht. Vielleicht. Ja, ja, es gibt auch das. Die Zeichen liegen auch außen, das ist richtig. Außen, die Form ist auch. Form kannst du auf Allah zurückführen, aber das geht dann mehr mit Gedanken und Akel, mit Verständnis, mit tiefem Verständnis auch, ja, dass du siehst, Schöpfung, ja, alles kannst du auf Allah zurückführen. Mhm. Auch jeden Menschen kannst du auf Allah zurückführen. Ja? Ja. Siehst du seinen Namen, da sind seine Namen drin, die Geheimnisse seines Namens. Seine 99 schönen Namen und andere Namen sind da drin. Ja, aber wenn du durch dich selbst, dann musst du in dich reingehen, in dein Herz. Ja, dann gehst du in dich rein und guckst, wer bist du? Was ist das hier? Oder? Meinst du, was ich meine? Ja? Meinst du quasi solche Erlebnisse, zum Beispiel, wenn man betet, dass man dann die Präsenz von Allah fühlt? Erlebnisse kann dir überall passieren. Wie? Dass man zum Beispiel beim Beten die Präsenz von Allah irgendwie Präsenz spürt einfach sowas, ja, ja, meinst du? Zum Beispiel. Ja, aber wer spürt da die Präsenz, verstehst du? Was ist das da? So in dieser Richtung. Und dass ich das versuche. Du gehst in dein Herz rein, in deine Seele, in deine Essenz, in dein Sein. Woher kommt dein Sein? Was ist mit deinem Sein, verstehst du? Mhm. Bist du, inshallah, oder bis wir, inshallah, so sagen die Heiligen und die Scheichs, die es wissen, etwas von Allah entdecken. Und entdecken auch, dass wir Spiegelung sind. Ja. Wir sind Spiegelung im Grunde genommen. Wir sind eine Spiegelung. Es gibt nur ihn. Es gibt dich gar nicht sozusagen. Oder mich. Oder nee. Es gibt nur ihn. La ilaha illallah. Verstehst du? Ja. Illallah. Dass du, und du bist Zeuge, Shahid. Mhm. Du bist Zeuge, dass er existiert, nur er. Mhm. Ja, und die Vollkommenheit deiner Zeugenschaft ist, dass du nicht existierst, sozusagen, vor ihm. Du existierst nicht vor ihm. Fana filah, sagt man dazu. Du existierst nicht vor ihm. Er existiert nur. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Dazu kommst du auf diesen spirituellen Weg. Mhm. Es gibt einen Spruch, wie heißt es? Inna mu'minina mirwa. Mirwa? Mirwa. Mirwa. Inna mu'minina. Inna mu'minina. Inna mu'min mirwa. Mir'atu. Mir'atu achi. Inna mu'mina mir'atu achi. Ja. Richtig. Der Gläubige ist ein Spiegel für seinen Bruder. Ja, oder für den anderen Gläubigen, verstehst du? Die Gläubigen sind sich wie Spiegel, verstehst du? Gegenseitig. Ja. Jetzt gibt es eine Interpretation von einem Heiligen, die ist ein bisschen anders, als was wir so verstehen direkt. Ja, die sagen nämlich, dass Mu'min ist Allah, ist Mu'min. Mu'min ist ein Name Allahs und bezeichnet Allah, Mu'min. Hua Mu'min. Hua Mu'min. An was glaubt denn Allah? An Allah? Genau, an Allah. Ja. Ja, er ist Mu'min, er bezeugt sich selbst. Er ist Mu'min, verstehst du? Ja. Das ist seine Eigenschaft. Du bist Spiegel, letztendlich. Du bist der Spiegel, verstehst du? Also Spiegel von seinem Sein. Ihm, ja. Du spiegelst ihn wieder. Du spiegelst ihn wieder. Er kommt durch dich. Er zeigt sich durch dich. Und da gibt es viele Geheimnisse, und da sind die Geheimnisse seiner Namen. Ja, Allah hat die Namen gelehrt, den Adam. Ja. Deswegen ist er über die Engel. Ja. Und diesen Namen, wie hat er den gelehrt? Hat keinen Vortrag gehalten, verstehst du? Der lehrt dich durch das Sein.
Der Name, sein Name, seine Manifestation, seiner schönen Namen kommt durch dich durch. Erscheint. Was ist diese Erscheinung? Es ist ein Spiegel von ihm. Es ist einfach nur ein Spiegel von ihm. Ja. Ja, weil es gibt nur ihn. Ja. Und zu diesem, was du gesagt hast, dass man quasi in sich selbst quasi sucht und tiefer reingeht, bis man was von Allah findet, das ist für mich momentan irgendwie, ich fällt mir irgendwie schwer, mir das vorzustellen, aber also ich weiß nicht. Du brauchst dir nicht vorstellen. Das ist einfach. Oder schwer zu begreifen irgendwie. Das kannst du auch nicht begreifen. Das kannst du hier sowieso nicht. Das schaffst du nicht. Das passiert nicht, einfach. Das schaffst du auch nicht. Das hat keinen Zweck. Nimm es einfach so, wie es ist. Und ich mache eine Einstellung, deine Einstellung, dass du Allah gegenüber, darf man ja bitten. Mhm. Ja, bittest Allah, dass er das aufmacht. Okay. Ja, weil wir können das nicht, wir können das nicht erzwingen. Wenn ich sowas sage, das sind Worte im Moment. Das sind ja Worte, die kannst du nicht. Ja, manchmal kann es passieren, dass wenn ein Heiliger spricht zum Beispiel zu einem Bestimmten, der ist gerade bereit in dem Moment, dann kann es direkt passieren unter Umständen. Mhm. Aber da sind wir jetzt im Moment nicht, ja. Sondern wir gebrauchen Worte, einfach mal Worte. Und diese Worte sind noch nicht die Wahrheit, verstehst du? Diese Worte dienen jetzt im Moment nur dazu, dass sie uns zur Wahrheit führen. Mhm. Ja, deswegen kann man nicht erwarten, dass sofort die Erkenntnis da ist, verstehst du? Sondern erstmal, dass ich Allah darum bitte. Aber wir speichern das ab. Ja, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala und sagen, ja Allah, aftah alayna, ja, mach das auf für uns. Wir wollen das. Wir wollen diese Liebe, wir wollen diese Schönheit, wir wollen dein Spiegel sein und so weiter. Ja, kannst du alles bitten und dann kommt, dann irgendwann kommt das. Okay. Irgendwann kommt das. Ja, aber es hat seine Zeit und Allah kennt die Zeit. Er kennt genau die Zeit. Wo das auf, was aufgeht, wie es aufgeht. Wann es aufgeht, in welcher Form es aufgeht, und es wird nicht eine Sekunde vorher und nicht eine Sekunde nachher sein, es wird genau dann sein, wenn es jetzt für dich bestimmt ist. Okay. Nur das ist nämlich außen und innen. Auch dein äußeres Risik, dein äußeres Unterhalt, dein Lebensunterhalt, der ist bestimmt. Ja, ganz genau, das hat er schon alles bestimmt. So hat er auch deinen inneren Lebensunterhalt sozusagen, deinen geistigen Lebensunterhalt hat er auch bestimmt. Verstehst du? Das ist erstmal eine Glaubenssache. Ja. Also einfach dann glauben und offen sein dafür, damit es. Man muss schon offen sein, damit man es annehmen kann. Verstehst du? Annehmen kann und mehr die Verwirklichung, diese Selbstverwirklichung, ist ja eine Art von Selbstverwirklichung, dass die stattfinden kann. Mhm. Das ist erstmal die Offenheit. Das ist erstmal bedingt. Ne? Aber erstmal die Offenheit und das Bitten darum, aber du meinst, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Methode oder so, um das voranzutreiben, sondern eine Methode? Doch, doch, doch. Also. Ja. Voranzutreiben, also du kannst es nicht erzwingen sozusagen, ja. Mhm. Aber Allah hat uns ja eine Methode empfohlen. Ja, die Methode ist, nach dem Islam zu leben. Okay, ja. Das ist die Methode. Okay. Ja, du hörst, du versuchst, Allah deine Liebe zu zeigen, indem du ihm dienst. Das heißt, indem du auf seine Anordnungen, ja, auf seine Anordnungen hörst. Mhm. Soweit, verstehst du, die Sachen. Der hat uns ganz viele Sachen gegeben, ja, im Haram-Bereich, also was du nicht tun sollst, das sollte man vermeiden möglichst, ja, damit man nicht Schaden nimmt und halal, versucht im Halal zu bleiben. Ja, das ist erstmal die Grundlage. Mhm. Dann ist die Grundlage für Muslime ist auch solches Beten. Beten ist sehr wichtig als Grundlage, Lebensgrundlage, außen und innen. Ja. Wobei der natürlich, der hat gerade Shahada gesagt vor 14 Tagen oder 3 Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen. Vor 3 Wochen. Lutfuller, mashallah. Ja, und dann hast du Zeit. Du musst ja jetzt auch nicht so zwingen, ich bin jetzt Muslim, jetzt muss ich alles machen perfekt, das ist nicht so. Du gehst genau in deinem Tempo. Ja. Das haben die früher auch, als der Prophet
gelehrt hat, La ilaha illallah, anfing zu predigen, Auftrag von Allah, also 40 Jahre alt war, wo Koran auch kam, offenbart wurde, ja, dann haben die auch viel Zeit gehabt, die Sachen zu folgen. Es war aus Liebe, alles aus Liebe. Und später dann, so nach 10 Jahren, kamen dann mehr als auch Gesetze und so. Ne? Mhm. Ja. Das ist die Methode, ja. Und dann ist natürlich der Wicht, um diese Methode jetzt zu folgen, die Sache einzuhalten sozusagen, oder versuchen, ja, mit der Absicht hier zumindest, dazu, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, ist eben die Tarikat, ist eben dieses Tasawuf, ist diese Sufi Tarikat, der Scheich. Das ist der Scheich, natürlich jetzt unabdinglich, verstehst du, der ist wichtig. Mhm. Ja. Ja. Das ist, ohne den kannst du nicht diese Stufen, von denen wir gerade gesprochen haben, ja, kann man nicht erreichen. Ja. Du kannst den nur erreichen, die Stufen, mit dem Scheich. Ja, und das Vertrauen da reinzusetzen, das ist die Praxis, das ist das Praktische. Ja. Das ist eine Ding ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, mach dies und lass dies und hier diese neue Offenbarung und so, und Koran haben sie aufgeschrieben oder behalten im Herzen. Das ist eine Sache, und die andere Sache ist die Praxis. Verstehst du? Dann kommt die Praxis, dann kommt das Tun. Mhm. Ja, dann kommt zum Beispiel die Situation, dass 1000 Mekkaner nach Medina kommen wollen und diese 350 neuen Muslime töten wollen. Mhm. Ja, jetzt kommt der Test. Jetzt sagt er zu seinen Gefährten, die ihn natürlich lieben und alles gemacht haben, sagt er so, jetzt kommt ein Test, jetzt kommen 1000 Leute, die wollen uns töten. Gebt Zadaka, wir müssen Waffen schmieden, wir müssen Waffen machen. Wir haben kommt ein Krieg auf uns zu. Mhm. Ja, so war die Situation. Ja. Bis dahin durfte er sich nicht wehren, kam keine Erlaubnis vom Himmel, dass er sich wehren durfte, obwohl da auch schon ganz viel passiert ist. Er durfte sich nicht wehren. Dann kam der Befehl, sozusagen, jetzt kannst du dich wehren. Ja, und dann kamen diese 1000 Leute und dann war eine Prüfung für die Sahabas. Die müssen kämpfen, mit ihr Leben einsetzen. Einerseits ist die Liebe zum Propheten, die Liebe zu Allah und auch Herzenserkenntnis und Happiness, absolute Glückseligkeit. Und jetzt kommt der Test, musst du kämpfen mit deinem Leben für den Propheten, für den Islam, für Allah, kämpfst du jetzt gegen Leute, die töten wollen, einfach nur. Weil sie ungläubig sind und weil sie ihr Ego weiterleben wollen, und Shaitan weiterleben wollen, einfach aus dem einfachen Grund, weil sie die aus dem Weg haben wollen, damit sie ihr Ego ganz ohne Hindernis leben können. Ja. Ja, das ist der einzige Grund. Ja, wollen die vernichten, und das war keine Erlaubnis. Ja, die haben gewonnen. Die 350 Leute haben gegen die 1000, haben die in die Flucht geschlagen. Haben alle überlebt? Wahrscheinlich nicht. Oder nee. Alle, haben alle die haben alle nicht alle, dann sind einige gestorben und die meisten haben überlebt. Nur. Ja? 14 nur gestorben. 14. Von 340. Von 300. Aber von anderen 1000 Leute, von den Ungläubigen, Mushrikin, die kamen von Mekka, da waren viele gestorben. Viele. Ganz viele. Ganz die viele. Haben die hatten natürlich göttliche Hilfe, da waren Engel. Ja, Engel. Ja. Engel waren da und haben da mit plötzlich richtige Erscheinungen mit Pferden und Turban und die waren plötzlich manifestiert und haben da mitgekämpft. Ja. Mhm. Allah hat natürlich die nicht alleine gelassen. Ja. Ich meine nur, das ist ein Test, dann kommt der Test. Kommt der Prüfung, das ist eine Praxis, es ist Praxis. Dieser Islam und dieses Muslimsein und diese Methode ist eine Praxis, ist nie Theorie. Ja. Du darfst nie im Kopf bleiben, es ist immer Praxis. Du kannst nur durch die Praxis weiterkommen, nicht durch Theorie. Ja. Das haben die vergessen, die Leute. Da gibt es Alims, Gelehrte, denn da das Seminar, dieses Seminar, dies und jenes, verstehst du? Aber die sind alle in so einem Ding, das ist keine Praxis. Mhm. Es gibt keine Praxis. Aber der Weg ist Praxis. Du wirst geprüft. Wie ist dein Glaube? Wie ist es? Verstehst du? Es ist praktischer. Tarikat ist die Praxis. Und es gibt keinen Islam ohne Praxis und keinen Weg ohne Praxis. Der Weg an sich ist Praxis, nicht Theorie. Es ist ja dein Weg, dein persönlicher Weg, deine Handlungen, dein Schicksal. Unser Seins oder meins. Ja. Oder? Das ist ja unser. Das ist ja nicht Theorie. Nee, verstehe. Ja, deswegen ist.
Das haben die nicht, die Muslime nicht mehr, das verstehen die nicht mehr heutzutage. Das ist leider dieses Bewusstsein, diese Art von Bewusstsein, die ist leider weitgehend nicht mehr vorhanden. Ich glaube, das ist für, also generell für Leute hier im Westen oder in Deutschland eh sehr, sehr schwierig. Wir sind irgendwie so verkopft. Das ist auch. Nee, für die Deutschen ist es einfacher. Echt? Einfacher als für die Muslime. Hast du gerade gesehen? Der hat ja gerade gesagt, der Türke, der hier war, der junge Mann, der Abdelmatin, hat gesagt, da ist noch schlimmer in Gaziantep. Die, sind, die reden, wieso macht Allah das? Wer ist Allah? Ja. Muslime. Wieso macht er so ein Leid und wieso gibt es Corona? Ist da für immer. Hat er gesagt, in seinem Stadt, in Gaziantep, da wo der wohnt. Der meinte, es ist noch schlimmer als in Deutschland. Habe ich gehört. Na, beschwören sich gegen Allah. Ein Deutscher und ein Europäer, der ist drauf, weil der ist hungrig. Der hat, der hat diese Welt schon satt. Der hat das alles gehabt. Ja. Autos, Dings, alles von allem hat der schon gehabt. Der ist total satt, der hat die Schnauze voll. Der guckt nach was anderem. Der merkt, dass er nicht zufrieden ist. So war ja bei uns früher gewesen. Wir hatten ja alles gehabt. Was das Sheikh Hassan. Wir waren aber nicht zufrieden. Wir waren ja nicht zufrieden. Deswegen haben wir gesucht. Haben wir was gesucht. Ich habe überall gesucht, aber Allah hat mir dann genau das gezeigt. Sufismus. Ja. Islam hat er mir zum Schluss gezeigt. Ich wollte ganz was an. Wenn du mir gesagt hättest, als ich 20 war oder 21, ja, wenn du gesagt hättest, du wirst mal Muslim werden, hätte ich gesagt, hä? Was für ein Ding? Was ist das denn? Erstmal, was ist das denn? Ja. Wusste ich, was es überhaupt ist. So, ja, und hätte ich nie. Aber Allah hat uns geführt, verstehst du? Einfach zum richtigen Punkt. Ja. Deswegen sind die, es gibt auch Hadithe oder ja, vom Propheten, dass in Endzeit. Oder Yom Kiyam oder Endzeit oder eine Endzeit, dass die Sonne im Westen aufgeht. Ja? Mhm. Es gibt so ein Hadith. Und manche interpretieren, manche von den Gelehrten oder Wissenden, ja, die haben gesagt, dass die Sonne im Westen aufgeht, ist die Sonne des Islam. Ja, dass viele im Westen, dass die im Westen aufgeht. Ja, neuer Islam. Verstehst du? Die Muslime haben es vergessen, die sind in diesem Ding drin, in der Historie. In der Geschichte, wir werden als Muslime geboren, haben alles vergessen, da ist nur äußerlich, verstehst du? Und der Westen bringt ganz viele frische Sachen. Ja, guck, Sheikh Nazim hat ja Tausende, Zehntausende neue Muslime gemacht. No. Nicht gemacht, verstehst du? Durch seine Hand, durch sein Herz sind Tausende und Zehntausende zum Islam gekommen. Da gibt es ganz viele Leute im Westen, ja, ganz viele Scharzlege, Eden, Martin Links, Hamza Yusuf, und ganz viele, die einfach richtig mit dem Herzen, da merkst du, wenn die reden, ist was anderes, als wenn einer so einen Vortrag hält. Ja. Weißt du, das ist was ganz anderes. Ja? Oder so ein langweiliges Seminar oder so, verstehst du, was das ist? Mhm. Das sind Leute, die richtig aufgewacht sind, verstehst du? Ja. Da gibt es eine ganze Menge. Und die gleiche Vortrag, was er gemacht hat, der Sheikh Nazim? Ja. Und er macht in der Türkei, wie er der Bruder vorhin erzählt hat, bewegt sich nicht so viel bei Leuten, so wie er bei hier macht. Ja, genau. Weil es ist wichtig, was der Sheikh Hassan vorhin gesagt hat, genau. Dass die Leute hier haben alles erreicht. Wenn man alles erreicht, dann hat Nase vor von Autos, von Leben, von Luxus. Dann denkt über was anderes, der sucht nach was anderes. Der sucht was anderes. Bei uns, nicht zufrieden. Ich komme aus diesem Gebiet, was der Bruder vorhin gesagt hat, der Türke. Ich komme aus diesem Gebiet, wo die Leute haben noch nichts. Die denken, dass ihre Zufriedenheit, ihren Top ist Auto. Liegt im Westen. Westen. Westen ist das goldene Kalb. Ja, ja. Westen. Verstehst du, als ich in Syrien war, ja. Da wollten die alle, die ganzen Syrer, ja, oh, gib mir Visa, und wie kann ich das machen? So weit bist du da? Ich bin gerade, ich komme von Deutschland, ich bin jetzt hier in Syrien. Ich weiß, warum ich hier bin. Was willst du denn da? Ja. Lieben alle den Westen. Oh, der Westen. Dann schockieren sie, wenn sie da sind. Und so hat schon
der Islam aufgehört, das Osmanische Reich hat genau so aufgehört, weil die Muslime schon im Herzen verdorben waren. Weil sie, warum bist du verdorben? Wenn du die Welt willst, bist du verdorben. Ja. Wenn du die Welt mehr Wert beimisst als Allah subhanahu wa ta'ala und deinem wahren Wesen, dann hast du verloren. Dann bist du weg vom Fenster. Verstehst du? Dann ist es aus. Richtig. Ja, und das ist die Gefahr. Verstehst du? Und die lieben die Welt. Die lieben die Welt. Deswegen konnten die die korrumpieren, Korruption. Verstehst du? Konnten sie die ganzen Muslime im Osmanischen Reich korrumpieren. Engländer und Franzosen und Deutsche haben sich das alles genommen. Die ganzen Mittelosten, Türkei, Jordanien, Saudi-Arabien, alles aufgeteilt, Strich, du kriegst das, ich nehme das. Ja. Haben die quasi. Haben die verraten, haben die Wahhabiten benutzt, um den Scharif Hussein zu bekämpfen und alles sowas. Muss man Geschichte lesen. Und alles, weil die geschlafen haben, die Muslime. Wenn die nicht geschlafen hätten, dann hättest du dich nicht machen können mit denen. Ja. Wenn die gewusst hätten, was richtig ist. Aber die wussten, die waren schon korrumpiert, im Herzen schon. Oh ja, Westen. Oh ja, modern. Mhm. Modern. Guck mal, Frankreich, England, die sind modern. Die wollten quasi, ja, dass diese. Super. Wir sind auch modern. Schlips und Anzug. Ja. Mhm. Professor, Doktor. Guck die, mal an, was jetzt los ist. Ja, die Ergebnis. Die wollten fertig. Quasi, dass, dass Frankreich und, und diese Länder die Macht übernehmen, quasi. Und das ist dann quasi im Inneren ausgehöhlt worden, das Osmanische Reich, oder? Das ist im Inneren, die haben sich aushöhlen lassen, weil sie bereit waren dafür, verstehst du? Sonst hätten sie es nicht geschafft. Ja. Das waren die Jungtürken, hauptsächlich die Jungtürken, sogenannte Jungtürken, die die Revolution wollten. Die wollten das Osmanische Reich eigentlich stürzen und weghaben. So eine Gruppe von so, und die waren infiziert und instruiert von jüdischen Gelehrten, von Juden. Okay. Und zwar in der Schweiz. Diese Jungtürken sind in die Schweiz gegangen und die Juden haben denen erzählt, wie das geht mit der Revolution. Eingesteckt. Okay. Die haben die einfach infiltriert, haben sie immer gemacht. Ja. Juden sind die Schlauesten von allen. Sind die Schlauesten von allen. Die haben die instruiert. Ihr müsst das so machen, Revolution. Die haben auch gemacht, dass alle Könige weg sind. Die ganzen Könige. Mhm. Rumänien, Bulgarien, Tschechien, waren überall Könige, überall waren Könige, alle weg. Ist doch komisch, ne? Dafür haben die gesorgt. Ja, ja, das ist, ein, ist geplant, es ist gemacht. Ja, und diese Jungtürken haben dann, sind zurückgegangen und haben da ganz viel Fitna, also Zerwürfnis angestiftet. Und haben das geschafft, zum Schluss tatsächlich zum Stürzen. Und die Länder haben natürlich denen geholfen, alle Länder, westliche Länder haben denen geholfen. Mhm. Da konntest du nichts mehr machen zum Schluss. Abdulhamid war der Letzte, der noch da stand, der Abdulhamid. Das ist der Khalifa. Ja, der Letzte, richtig, es waren noch zwei andere Khalifa nach ihm, aber die waren schon gar nicht mehr richtig da. Ja. Der war noch da. Der hat noch den Engländern, die wollten Palästina, oder Juden, oder Juden wollten Palästina kaufen. Ja. Ja, abkaufen sozusagen. Ja. Dann hat er gesagt, nicht einen Millimeter kriegt ihr von mir. Das Blut meiner Vorfahren an dieses Land steckt da drin. Da kriegt ihr nicht einen Meter von. Und dann haben die Engländer haben einfach einen Vertrag mit den Juden gemacht, so ein, dass sie ein Land kriegen da. Und die haben sich ja Palästinenser genommen, die Engländer dann. Das haben sie sich ja eingestrichen. Haben gesagt, wir Franzosen können Syrien nehmen, wir nehmen Palästina. Und dann haben sie dann den Vertrag mit denen, dieses Abkommen von, wie heißt das? Belfort-Abkommen, ja. Verstehst du? Haben sie das einverleibt. Und dann haben sie es den Juden gegeben. Ein Land, was ihnen gar nicht gehört. Das gehörte den Engländern nicht. Wie können die Engländer ein Land, was sie gar nicht besitzen, jemandem geben? Jemandem anders geben. Ja. Nee. Das ist eine Grundungerechtigkeit. Deswegen. Dann wird es auch nicht besser, es wird immer schlimmer alles. Ja. Was der Sheikh Hassan gerade erzählt hat, ist die ist wie Finger auf der Wunde, auf die Wunde. Die Wunde. Was er gerade erzählt hat. Weil was er erzählt,
Okay, er war auch in Syrien und er kennt sich besser als ich. Aber ich komme auch aus dieser Länder, Ja, aus klar. diesem Gebiet, wo sowas zu hören jeden Tag, ja, wo ich meine Kinder rübergebracht habe und jeder zu mir sagt, was machst du hier? Warum hast du die Kinder gebracht? Lässt du dir Deutschland, kommst du hier? Deutschland ist viel besser. Obwohl, wie Sheikh Hassan vorhin gesagt hat, so ein Bruder, warum bleibst du hier? Nimm deine Kinder in der Türkei, hörst du Adhan. Aber drüben hörst du wieder was anderes. Da findest du die Leute, die richtig Widerstand machen gegen Allah, gegen Islam, gegen das Osmanische Reich, wie sie wie früher gemacht haben. Ja. Ja. Aber da findest, kommst du hier, da findest du Leute und Junge wie du, Masha'Allah, vor 3 Wochen Muslim geworden. Das ist Ni'ma, das ist Rahma von Allah. Allah, inshallah, taqabbal von dir. Das ist gut, das freut uns alle. Das ist, freut uns alle, inshallah. Mich auch. Ja. Inshallah, wenn wir auch noch Muslime werden. Amen. So wie du. Ja. Und du machst und du erzählst und du hast so viel und Lust und auf Werk von Allah, mashallah. Ominallah Taufiq bi Ramadan al-Fatih. Amin. Amen. Amen.